Seht euch doch nur diesen Ort an. Das muss es sein. Ich wusste, dass sie sich intensiv mit der Totenbeschwörung befasste. Schließlich hat sie mir alles beigebracht, was ich weiß. Von einer Einrichtung wie dieser hatte ich aber keine Ahnung. Seht euch das alles doch nur an. Sie muss Jahre gebraucht haben, um all diese Zutaten zu sammeln. Und was ist das hier? Ich bin mir bei diesem Kreis nicht ganz sicher, aber er muss eine Funktion haben. Dann wollen wir uns einmal umsehen. Irgendetwas hier muss uns verraten, wohin sie gegangen ist. Ihr habt ihr Tagebuch gefunden? Lasst mich einen Blick drauf werfen. Ich weiß nur, was sie mir erzählt hat. Sie hatte eine Theorie über die Seelensteine. Sie glaubte, dass die in den Steinen wohnenden Seelen nach ihrem Gebrauch nicht einfach verschwinden, sondern im Seelengrab landen. Das Seelengrab beherbergt äußerst mächtige Wesen. Die Totenbeschwörer spielen ihnen Seelen zu und erhalten im Austausch dafür besondere Kräfte. Mutter hat lange versucht, direkt mit ihnen in Verbindung zu treten, um selbst zum Seelengrab zu reisen. Dieser Kreis in der Mitte des Raumes ist definitiv eine Art Portal. Wenn ich das hier richtig lese, gibt es eine Formel, durch die wir sicher in das Seelengrab gelangen können. Eine Handvoll Seelensteinsplitter, etwas fein gemahlenes Knochenmehl, eine ordentliche Prise gereinigte Salze der Leere. Oh, verdammt. Wir brauchen außerdem eine Probe ihres Blutes. Obwohl, wenn wir die hätten, würden wir das hier ja gar nicht erst versuchen. Nicht schlecht. Aber hoffentlich reicht es auch. Fehler im Umgang mit derartigen Portalen können grausame Folgen haben. Wie auch immer, genug davon. Lasst uns anfangen. Auf jeden Fall. Mutter hatte jede Menge dieser Zutaten in ihrem Labor. Ihr müsst sie nur finden. Habt ihr Mühe, diese Zutaten zu finden? Habt ihr Mühe, diese Zutaten zu finden? Sie sollten nicht schwer zu finden sein. Regale, Tische. Sie hat sie bestimmt nicht versteckt. Habt ihr Mühe, diese Zutaten zu finden? Habt ihr Mühe, diese Zutaten zu finden? Habt ihr Mühe, diese Zutaten zu finden? Sie sollten nicht schwer zu finden sein. Regale, Tische. Sie hat sie bestimmt nicht versteckt.
dir Mühe, diese Zutaten zu finden? Habt ihr Mühe, diese Zutaten zu finden? Sie sollten nicht schwer zu finden sein. Regale, Tische. Sie hat sie bestimmt nicht versteckt. Gebt die Zutaten in das Gefäß und lasst mich wissen, wenn ihr damit fertig seid. Gebt die Zutaten in das Gefäß und lasst mich wissen, wenn ihr damit fertig seid. Dann überlasst alles Weitere mir. Seid ihr bereit? Ich bin nicht ganz sicher, was mit diesem Ding passieren wird, wenn ich mein Blut hineingebe. Natürlich. Worum geht es? Genau dasselbe frage ich mich seit unserer Rückkehr zur Burg. Was wir mit Vater taten, sie war sich dessen so sicher. Ich musste ihr einfach folgen. Über den Preis habe ich nie nachgedacht. Schon möglich. Vermutlich ist selbst eine Vampirmutter immer noch eine Mutter. Sie sorgte sich um mich, um uns alle. Aber sie wollte mich so weit wie möglich von Vater wegbringen, bevor er etwas Furchtbares tun konnte. Ja, ihr habt recht. Es tut mir leid. Ich hatte einfach nicht erwartet, dass meine Gefühle für sie irgendjemanden interessieren könnten. Danke. Also, sind wir bereit? Also gut, dann mal los. Ich habe Geschichten über das Seelengrab gehört, hätte aber nie damit gerechnet, es einmal selbst zu sehen. Bis jetzt ist es fast genauso, wie ich es mir vorgestellt hatte. Haltet euch vom Oblivion-Tor fern, sagte ich. Hörten Sie mir zu? Natürlich nicht. Wenigstens ist der Schmerz verschwunden. Ihr müsst mir helfen, meinen Arvak zu finden. Er verdient es nicht, an einem Ort wie diesem zu leben.
mein Rat. Wir kamen gemeinsam an diesen schrecklichen Ort. Wir wurden von Monstern angegriffen, also bereit, ihn zu töten. Du musst mir helfen, meinen Arvak zu finden. Er verdient es nicht, zu leben. Er verdient es nicht, an einem Ort wie diesem zu leben. Arvak, mein Ross. Wir kamen gemeinsam an diesen schrecklichen Ort. Wir wurden von Monstern angegriffen, also befahl ich ihm zu fliehen. Er ist so ein treues Tier und läuft schon so lange. Ihr müsst ihn retten. Ich flehe euch an. Ein Ort wie dieser verändert einen. Arvak! Arvak, wo bist du? Arvak, bitte komm zurück! Komm zurück! Dieser Ort zerrt an mir, als wäre ich noch immer am Leben, gepeinigt und in Stücke gerissen. Ich kann es nicht mehr ertragen. Está. Mutter? Beim Schöpfer. Das kann doch nicht... Serana? Seid ihr es wirklich? Ich kann es kaum glauben. Wie gelangen wir hinein? Wir müssen reden. Serana, was tut ihr hier? Wo ist euer Vater? Er weiß nicht, dass wir hier sind. Ich habe keine Zeit für Erklärungen. Ich muss versagt haben. Harkon muss einen Weg gefunden haben, die Prophezeiung zu entschlüsseln, nicht wahr? Nein, ihr versteht das völlig falsch. Wir sind hier, um die Prophezeiung zu vollenden. Auf unsere Weise, nicht auf seine. Moment mal. Ihr habt einen Fremden hierher gebracht? Habt ihr den Verstand verloren? Das kommt nicht in Frage. Ihr, tretet vor. Ich muss mit euch sprechen. Und wie kam es dann dazu, dass sich meine Tochter in der Gesellschaft eines Mischbluts wiederfindet? Ihr sprecht von Sicherheit und bringt sie dann hierher? Hat sie euch denn gar nichts erklärt? Serana hat alles geopfert, um Harkon an der Vollendung der Prophezeiung zu hindern. Ich hätte eigentlich erwartet, dass sie euch das erklärt.
Haltet ihr mich etwa für so dreist, meine eigene Tochter nur zum Schutz ihrer Schriftrolle der Alten in diese Gruft zu schicken? Die Schriftrollen sind lediglich ein Mittel zum Zweck. Der Schlüssel zur Tyrannei der Sonne ist Serana selbst. Als ich aus Burg Volkiha floh, nahm ich zwei Schriftrollen der Alten mit. Die Rolle, die ihr wohl mit Serana gefunden habt, spricht von Auriel und seiner arkanen Waffe, Auriels Bogen. In der zweiten Schriftrolle heißt es, das Blut der Tochter von Kalthafen wird die Augen des Drachen blenden. Genau wie ich war Serana einst menschlich. Wir waren fromme Anhängerinnen von Fürst Molag Baal. Die Tradition will, dass die Frauen Molag Baal am Tag seiner Beschwörung dargeboten werden. Nur wenige überleben diese Tortur, doch die Auserwählten gehen daraus als reinblütige Vampire hervor. Wir nennen solche Vereinigungen die Töchter von Kalthafen. So langsam begreift ihr, warum ich Serana beschützen wollte und die andere Schriftrolle der Alten so weit wie nur irgend möglich von ihr fernhalten musste. Wenn Harkon im Besitz von Auriels Bogen wäre und die Waffe mit Seranas Blut befleckt würde, wäre die Tyrannei der Sonne vollendet. In seinen Augen würde sie für das Wohl aller Vampire sterben. Und wie genau wollt ihr die Prophezeiung ohne den Tod meiner Tochter erfüllen? Wenn ihr das glaubt, seid ihr noch dümmer, als ich ursprünglich annahm. Glaubt ihr etwa, ich hätte diese Option vor der Umsetzung meiner Pläne nicht in Erwägung gezogen? Ihr interessiert euch weder für Serana noch unsere Not. Ihr seht in der Tyrannei der Sonne eine Chance, euch zur Gottheit zu erheben. Genau wie Harkon würdet ihr keinen Augenblick zögern und alles vernichten, was sich euch in den Weg stellt. Serana? Dieser Fremdling mag sich Vampir nennen, aber er weiß nichts über unsere Mühen. Warum sollte ich euch ihm anvertrauen? Dieser Fremde hat in der kurzen Zeit, die wir uns kennen, mehr für mich getan als ihr in Jahrhunderten. Wie könnt ihr es wagen? Ich gab alles auf, was mir wichtig war, um euch vor diesem Fanatiker zu beschützen, den ihr einen Vater nennt. Ja, er ist ein Fanatiker. Er hat sich verändert. Aber er ist noch immer mein Vater. Warum könnt ihr nicht verstehen, wie ich mich deswegen fühle? Oh, Serana. Wenn ihr doch nur eure Augen öffnen würdet. Wenn euer Vater herausfindet, welche Rolle ihr in der Prophezeiung spielt und dass ihr euer Blut benötigt, seid ihr in großer Gefahr. Also habt ihr mich von allem ferngehalten, das mir etwas bedeutet hat, um mich zu schützen? Ihr habt mich nie nach meiner Meinung gefragt, ob es das Beste war, mich in dieser Gruft zu verbergen. Ihr habt einfach erwartet, dass ich euch blind folgen würde. Ihr wart beide auf euren eigenen Weg fixiert. Eure Beweggründe mögen verschieden gewesen sein, aber im Grunde bin ich auch für euch nur eine Schachfigur. Ich wollte, dass wir wieder eine Familie werden. Aber ich weiß nicht, ob dieser Wunsch je in Erfüllung gehen kann. Vielleicht verdienen wir diese Art Glück nicht. Vielleicht sind wir nicht dafür geschaffen. Aber wir müssen ihn stoppen, bevor er zu weit geht. Und dazu brauchen wir die Schriftrollen der Alten. Es tut mir leid, Serana. Ich wusste nicht. Ich war blind. Ich habe zu lange zugelassen, dass mein Hass auf euren Vater uns entfremdet. Bitte vergebt mir. Die Schriftrolle der Alten gehört euch, wenn ihr sie wollt. Eure Absichten erschließen sich mir noch immer nicht ganz. Um Seranas Willen werde ich euch aber nach besten Kräften helfen. Ja, seit meiner Gefangennahme ist sie hier sicher verwahrt. Zum Glück seid ihr in der Lage, die Barriere, die diese Ruinen umgibt, zu durchbrechen. Ihr müsst die höchste der Felsspitzen ausfindig machen, die diese Ruinen umgeben. An ihren Sockeln zieht die Barriere die Energie aus den unglücklichen Seelen, die hierhin verbannt wurden. Vernichtet die Hüter, die sich ihrer annehmen, und die Barriere sollte fallen.
Noch eine Warnung. Ein Drache namens Durnevir durchstreift das Grab. Nehmt euch vor ihm in Acht. Die vollkommenen Meister haben ihn mit der Bewachung der Hüter betraut. Sollte er euch als Bedrohung sehen, wird er zweifelsohne angreifen. Weil ihr im Seelengrab unterwegs gewesen seid, hat sich euer Körper darauf eingestellt. Sagen wir so. Ein kleiner Teil von euch ist hineingewechselt und an seinen Platz trat im Gegenzug ein Teil des Seelengrabs. Ihr solltet keine Probleme mehr haben, das Portal zu benutzen. Als ich das Seelengrab betrat, hegte ich die Absicht, einen Handel mit den vollkommenen Meistern einzugehen, den Hütern dieses Ortes. Ich habe im Seelengrab Zuflucht gesucht und musste den vollkommenen Meistern als Gegenleistung die Seelen beschaffen, die sie so dringend brauchten. Hätte ich geahnt, wie sehr sie es auf meine eigene Seele abgesehen hatten, wäre ich niemals hierher gekommen. Die vollkommenen Meister haben ihre Hüter losgeschickt, um mich zu vernichten. Zum Glück konnte ich sie aber in Schach halten und mich in diese Ruinen zurückziehen. Unglücklicherweise ja. Da die Hüter sich meiner Seele nicht ermächtigen konnten, ließen sie ihre Schergen eine für mich unüberwindbare Barriere errichten. Die Zeit ist für mich kaum von Bedeutung. Dasselbe gilt folglich auch für die vollkommenen Meister. Man könnte es wohl als das ultimative Geduldsspiel betrachten. Jeder beobachtet den anderen, um zu sehen, wer nachgibt. Seid vorsichtig und passt auf eine Tochter auf.